Einen guten Mittag live aus Holland, der Kapspecialist. Mein Name ist Jeroen und dies ist die dritte Ausgabe von Capicast. So wie man sieht, es ist Winter, ruhig, Wasser ist glücklich noch auf und trotz es eigentlich relativ wenig gefischt wird an unseren Seen, gibt es genug Neuigkeiten. Zum ersten Thema Corona, natürlich, das geht keiner vorbei. Aber gute Nachrichten, all unsere Seen in Holland, Belgien, Frankreich, Ungarn sind alle auf. So, wenn Sie was gebucht haben für die kommende Winterperiode, es gibt keine Probleme, glücklich. Sie können einfach anreisen und wenn die Reise in Gefahr kommen sollte, wegen Eis oder Reisebeschränkungen, Einschränkungen, dann bekommen Sie selbstverständlich Bericht von uns. Jetzt weiter mit den anderen Neuigkeiten, die positiven Sachen glücklich. Für einige Wochen hervor, Ende Oktober, waren die Jungs von Corda unterwegs in Frankreich, Andreas und Kevin. Andreas, der deutsche Marketingman von Corda und Kevin, der holländische. Und die beiden, die besuchten den neuen Etang de Tarnaut und auch Jardin des Kaaps. Daüber hat Andy einen ganz schönen Vlog gemacht. Bitte schauen Sie sich das mal an, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Andreas ist bekannt natürlich von seiner normalen Angelei und die kommerzielle Angelei ist natürlich komplett was Neues. Und ich denke, er zeigt ein sehr realistisches Bild, wie es aussieht an ein See zum Beispiel wie Jardin des Kaaps. So, ich kann es nur empfehlen. So. Schau es bitte an, nimm dir Zeit und ja, hoffentlich gefällt es selbstverständlich. Neben Andy und Kevin waren wir selber auch unterwegs in Frankreich. Ende September, Anfang Oktober am Michels Lake. Da haben wir zusammen, wir sind Tobi, das ist unser Kameramann und Mitarbeiter, und ich, da haben wir ein Video gedreht von einer Woche Fischen am Michels Lake. Wir waren da mit 10 Stammgästen, haben eine schöne Woche gehabt, was gegessen, getrunken. Und in diesem Video haben wir versucht, eigentlich detailliert anzugeben, wie die Angelei am Michels Lake unserer Meinung nach funktioniert. Ich war schon oft am Michels Lake und eigentlich immer die Fische gefangen, egal welche Stelle, welche Jahreszeit. Die Tipps und Tricks vergeben wir Ihnen gerne, so wenn Sie Michels Lake gebucht haben, kann ich es herzlich empfehlen anzuschauen. Neben all diese Video-Neuigkeiten gibt es auch noch Fangergebnisse, weil ja, da wird noch gefischt. Nicht viel selbstverständlich, aber einige Gäste sind und waren noch unterwegs. So war Benjamin Stammgast bei uns, fährt schon oft nach Frankreich, hat viele Seen befischt, unser Programm. Der war letzte Woche am Le Plain de Bois und da konnte er noch 4 Fische fangen, trotz die schwierigen Bedingungen. Benjamin hat es gut gemacht, hat wenig gefuttert, fast mit Single Hook Bait gefischt, aber hat seine Fische gefangen. Das Schöne von Le Plain de Bois, der See ist relativ klein, so ideales Wintergewässer mit einer kleinen Hütte dabei, so Luxus mit Heizung, Dusche, Toilette und so weiter. So sehr angenehm, um in die Wintermonate mal zu besuchen. So alles tipptopp in Ordnung. Neben Benjamin seine Trip waren die Jungs von Underfishing, vielleicht bekannt von Instagram oder ihre Website, auch am Le Plain de Bois. Das war eine Woche hervor. Die haben da sehr schöne Unterwasseraufnahmen genommen. So, schauen Sie sich das mal ruhig an. Und dann wissen Sie oder dann verstehen Sie auch nach Sehen von den Bildern, dass die Fische nicht immer auf dem Köder stehen, egal ob man Würmer benutzt, Maggots oder Boilies, wenn die Fische nicht im Fressmodus sind, dann ist Fischen einfach sehr hart. Egal Pay Lake oder öffentliche See, viel Fisch, wenig Fisch. Wenn die keinen Bock haben, dann ist es einfach sehr schwierig.
ist es abwarten und ja, den Zeit am Wasser genießen. Ja, dass es schwierig war, das war auch deutlich letzte Woche am Le Grand Etang. Martijn, holländischer Stammgast, war schon oft am Le Grand Etang. Der hat uns ein kleines Video gesendet. Er war mit seiner Drohne und Futterboot auf dem, an dem Le Grand Etang. Hat die Fische gefunden, so wie im Video hier gezeigt. Rechts unten kommt sein Futterboot langsam an. Man sieht die große schwarze Fleck, den schwarzen Bereich links oben im Bild. Das sind alle Karpfen. Und wer schon am Le Grand Etang gefischt hat, weiß, der Bestand ist nicht echt groß an dem See. So, ich schätze, da sind 50-60% aller Fische vom See zusammen. Und ja, schau da mal, was passiert, wenn das Futterboot oben die Truppe kommt von die Fische. Das ist echt Wahnsinn. In diesem Fall ist der See flach, es ist jetzt klar so, man kann es aufnehmen. Aber wie konzentriert die Fische im Winter sind, das ist unglaublich. Wir sehen das manchmal sehr früh im Frühjahr und auch im Winter. Sonst sind die natürlich verteilt und kann man die überall fangen. Aber das zeigt eigentlich, was die Fische tun, wenn die nicht im Fressmodus sind, dass die doch zusammen sind. Klar, wenn man das Switchen fischt, hat man noch einigermaßen Chance, aber einfach wird es bestimmt nicht. Ja, das ist der letzte Carpi News dieses Jahr. Ich wünsche jedem eine sehr schöne Weihnachtszeit. Komm gut durch, bleib Corona-frei, bleib gesund und gerne bis zum nächsten Jahr. Alles Gute und bis dann. Ciao.